Direkt zu Nora Jones, die ein, ich muss das kurz mal hochhalten, sehr hübsches Album gemacht hat, wo sich doch wahrscheinlich viele fragen werden, warum sieht das so seltsam aus, so, also nicht wirklich so attraktiv, wie man das so gewohnt ist. Das ist, ich hoffe ja, das wird eine Kamera gleich. Ist doch attraktiv, oder was also meinst es ist, du? Na, es ist schon ganz sieht hübsch. Sieht anders aus. Es sieht anders aus, sagen wir mal so. Man ist ja bei Nora Jones, genau, wir fahren jetzt einfach ein bisschen ran. Man ist bei Nora Jones ja eher so gewohnt, dass das so ein bisschen schön, ja, also im klassischen Sinne so schön gestaltet ist. Dies hier sieht so ein bisschen seltsam poppig aus. Als wollte sie sagen, dieses Album ist gefährlich. Das wird ja jetzt überall auch geschrieben. Und warum sieht das Album so aus? Nee, wir müssen nochmal hier drauf bleiben mit dem Bild. Bitte nochmal zurück zu der Kamera. Nochmal zurück zu der Kamera, bitte, danke. Genau, denn das ist das Album von Nora Jones und das hier ist das Filmplakat von dem Film Mudhoney. Mudhoney, ein Film von Russ Meyer, der dieses Plakat hing oder hängt im Studio von Danger Mouse. Da hat es Nora Jones jeden Tag bei der Arbeit gesehen und irgendwann dann gesagt, eigentlich möchte ich genauso cool aussehen wie die Frau auf diesem Plakat. Und deswegen haben sie das Ganze nachgestellt. Also in dem Moment, hier kann man es auch nochmal so direkt nebeneinander sehen. Naja gut, so toll sieht man es jetzt auch nicht und es kippt auch nicht mehr mit. Ach, was soll's. Okay, wir haben es auf jeden Fall verstanden, das Prinzip. Das Album von Nora Jones ist ihr fünftes schon. Und ja, es wird überall davon, ist überall davon die Rede, es sei so unglaublich anders, weil es von Danger Mouse produziert wurde. Erst heute auf Spiegel Online konnte man sich das auch noch mal, konnte man das auch noch mal lesen, dass dieses Album null nach Nora Jones klingt. Da möchte ich in jeder Form widersprechen. Der Kollege Christoph Dallach vom Spiegel, eigentlich definitiv jemand, der sich auskennt mit Musik. Deswegen war ich sehr überrascht über diese Äußerung. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich finde, dass Nora Jones ganz im Gegenteil eine Entwicklung durchgemacht hat. Das Album, was sie vorher aufgenommen hat, ist schon sehr klar musikalisch eine Hinlenkung zu dem, was auf diesem Album stattfindet. Und es klingt nicht so fremdartig als das, was sie vorher gemacht hat, würde ich sagen, nur weil jetzt Danger Mouse da ein bisschen mitmacht. Oder, Flieger? Würde ich absolut so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Das ist ein kleiner Schritt für Nora Jones, ein noch kleinerer für die Menschheit. Aber so schlimm, wie ich das jetzt sage, finde ich das gar nicht. Also ich würde immer eine Lanze für sie brechen. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe sie ja mal kennenlernen dürfen und mal interviewt, und wenn man das mal einmal getan hat, dann kann man auch nichts mehr Böses sagen. Aber dennoch finde ich es einfach, finde ich sie konsequent als Künstlerin. Mhm. Und sie hat gute Alben gemacht und definitiv mit dem davor schon das vorangedeutet, was jetzt kommt. Aber es ist definitiv keine neue Nora Jones. Es ist, wer die jazzige Nora Jones, die ja nie jazzig war, gemocht hat, wird sie auch jetzt immer noch mögen. Also man soll mich auch nicht falsch verstehen, aber ich meine das natürlich auch positiv. Ich finde, es ist ein gutes Album, es ist jetzt nichts Überragendes, ne? Aber sie hat eine Stimme und eine Art, diese Songs so vorzutragen. Die hat schon was Besonderes, ich glaube, sonst hätte sie auch nicht so viele Platten verkauft und so viele Leute angesprochen. Und zu schreiben, sie schreibt die Stücke ja auch selber, das ist ja auch noch ganz wichtig. Ja, wie sah es bei euch aus? Nora Jones ist ja auch eher so ein Thema, was wahrscheinlich normalerweise an euch eher vorbei wandert, denke ich. Also nicht ganz. Also ich vermute, dass dieser Namensvetter von mir vom Spiegel, ähnlich wie ich, einfach zwei Alben verpennt hat. Und ja, nicht, das kann sein, das dritte und vierte. Das ich kenne nämlich die ersten beiden und für mich ist es schon ein ziemlicher Sprung. Das stimmt, ja. Aber man muss sagen, total zum Positiven. Finde das Album insgesamt wirklich interessant, spannend. Diese Nummer jetzt gar nicht so am stärksten. Aber ich finde, sie spielt mit sehr vielen tollen Elementen, auch mal eine Desert-Rock-Gitarre mit dabei und also wirklich teilweise auch weg von den Harmonien und also finde ich gelungen, finde ich gut. Ja, also klar, der Einfluss von Danger Mouse als Produzent ist sicherlich rauszuhören, das ist der Fall, der kann das, der kann was so, aber wie hat es dich denn erreicht? Also, mir ging das ähnlich wie Christoph, also bei mir sind Alben 3 und 4 auch komplett irgendwie. Ja, okay. Habe ich nicht mitgekriegt und ich finde das okay, ich finde das nett. Mhm. Das wird bestimmt auch im Formatradio super rauf und runter laufen. Aber ist nicht dein Ding? Nee. Okay. Ja gut, das ist, glaube ich, sicherlich immer drin. Aber nichtsdestotrotz, also würde ich schon sagen, wer, um es vielleicht, ich versuche es mal zusammenzufassen, wer also Nora Jones bislang mochte, muss jetzt keine Angst haben, weil das heute im Spiegel vielleicht stand, dass man mit dem neuen Album jetzt gar nichts mehr anfangen kann. Das ist immer noch eine Künstlerin, die leicht hörbar ist, aber wenn man wirklich
genau hinhört, dann stellt man natürlich schon fest, dass die einen oder anderen interessanten Widerhaken in ihrer Musik mittlerweile stattfinden, rein ihren Platz gefunden haben. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ganz eindeutig musikalisch schon. Beim vierten Album ging das sehr klar los. Jetzt mit dem fünften Album, vielleicht durch die Medienaufmerksamkeit, Danger Mouse etc., wird das vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Ding werden, dass wir sie nochmal ein bisschen mehr wahrnehmen. Ist ja nur okay. Ich finde, also als Künstlerin ist sie auf jeden Fall interessant und deswegen das Album auch durchaus zu empfehlen. Norma Jones, was habe ich gesagt, wie es hieß? Little Hearts, glaube ich, ne? Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, wie es hieß, aber es heißt, glaube ich,